So, frisch aus der Mittagspause, bereit für die Nachtschicht. Hallo Brüder. Hallöle. Schön, dass Hallo. es aufgehört hat zu regnen. Könnten gleich weitermachen. Jupp. So, ich bin hier fleißig am Pflügen. Harry macht gerade die Maisernte. Genau. Und der Johnny weiß nicht, ob der was der gerade macht. Ah, Paletten schieben. Was. So, wir würden gern dieses Feld hier noch anpflanzen. Einsehen. Ja, da haben wir noch einiges zu tun. Piep, 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 piep. Johnny, wenn du. Ja, sorry. Ja, deswegen. Wenn du. Entschuldigung. Ja, sag, komm, sag, was du sagen willst. Johnny, wenn du mit dem Lindner fertig bist, schick ihn bitte mit der Walze hierher noch. Oder komm mit der Walze her. Ja. Also schicken oder fahren? Ist egal. Mach, komm, du hergefahren, dann kostet uns kein Geld. Okay. Wie lange brauchst du dafür? Ich. Beziehungsweise steht der Johnny hier oben? Ja. Ja. Also dann schnappen bitte und nachher so in 2-3 Minuten abtanken. Hm. 32 Minuten. Hm. Und 16 Sekunden. Und wehe, kommst du früh. Willst du einmal die äußere Bahn hochnehmen, Terry? Außen? Ja. Ja, da kann ich hier nochmal Vorgewende fahren. Ich habe zu wenig Platz zum Wenden. Juckt. Das ist ganz lieb von Ihnen. Ja, kein Problem. Da sind wir halt, mehr Partner. Amis. Aber dann muss ich abtanken. Sonst kann ich nicht. Wenn du unten bist, dann fahr doch schnell an den Hänger und tank dort ab. Ja. Oh, und im November müssen wir nochmal nach dem Grasfeld gucken, ob wir da nicht mähen müssen. Was ist jetzt nochmal die Walze? Mit diesen komischen nochmal Rädern kann, oder? Ich weiß die es nicht. Power Roll, das muss die Walze sein. Wenn nicht, muss man kurz noch touchieren. Muss. Maxi-Cut. Und, ach scheiße, der Dünger, nee. Wir müssen das Feld noch düngen. Der Maxi-Cut ist die falsche Walze. Ist der Mulcher. Wobei, den könnte man eigentlich auch loswerden. Wir haben jetzt nichts mehr zum Mulchen. Ja, ja, das können wir ja. Jetzt können wir uns erstmal um hier. Kapital freisetzen. Oh, was hat das für ein Schepper? Getting dark. Das ist geil, gell? Wir fahren das erste Mal mit unserem Dasher hier. Und da hat schon 24,7 Stunden. Halt gebraucht, ne? War halt gebraucht, das Viech, ja.
dämmert schon wieder, oder was? Sonne geht schon wieder unter. Wie viel Prozent hast du? 20. Ach so. Ja. Ja, brauchst nicht mehr kommen. Ich, also, muss ich vielleicht, weiß noch nicht, wie ich es mache, aber. Weiß nicht, ob alles in den Hänger geht. Schauen wir mal. Du hast jetzt mal eine Bahn noch auf der Feldrandseite hochgefahren, oder? Ja. Supi. Ja. Yeah. Was muss man jetzt zuerst machen? Walzen oder Grubern? Grubern, säen. Aber Grubern kann nur der Feld. Das kann auch der John Deere. Nein, der Johnny kann das nicht. Mach. Oh. Mach. Was? Wir können auch Träger tauschen. Nee, mach's mit deinem tollen John Deere und dann. Kann sich über seine Großartigkeit erfreuen. Oh. Es bringt eh nichts, da macht er eh 20 Meter. Da fahrst du zweimal runter, musst wieder warten. Ist doch egal. Ach, sie hat. O Perry. Ja, du bist jetzt bald fertig, ne? Ja, den Strang noch. Die Bahn noch. Bei mir geht's noch eine Weile. Damit doch auf den Hafen warten. Ich will die Frage, ob wir das überhaupt noch fertig kriegen. Ja, eben. Bleiben 1000 Liter Mais übrig. Lasse im Drescher. Ich bring mal das Schneidwerk weg, ja. Na ja, komm, scheiß drauf, wir warten auf den Hafer, oder? Kriegen wir es nicht fertig. Es ist 6:30. Ja, halt schon geil. Ja, das ist eine fette Frage. Ich gebe das Schneidwerk zurück, ja? Mhm. Und kommt der Johnny klar? Ja. Also ich fahr. Deswegen, ich dünge noch das Feld. Mhm. Das 42er. Mhm. Bringt jetzt nichts, oder? Ich kann ja jetzt eh nichts gerade machen. Du kannst nichts machen, ne? Wie schnell fährst du eigentlich jetzt? 12. Ah, ich hole dich ein. Ich bin schon viel breiter als ich. Kopf an Kopf. Doppelt so breit, oder? Ja, und schneller. Ich glaube, er fährt 15 oder so, gell? Ja. Ein Kopf an Kopf rennen. Little John zieht an Bad vorbei. Ich kann einfach den Flug heben, dann bin ich plötzlich schneller. Und Little John geht in Führung.
Und Little John muss gleich warten, bis der Bad unten ist. Ja. Kann denken, dass wir 1000 Liter Mais im Ding haben, gell? Mhm. Wir sehen uns im Ziel. Ich warte auf dich sozusagen. Ich bin vor dir im Ziel, weil du kannst nicht ins Ziel fahren, ohne dass ich schon im Ziel bin. Ja, schon klar, aber hier den Strang fertig. Das ist so. Ziel. Aber schön sauber kubern. Ich sehe auf der Karte immer, dass du hin und her hopperst. Nein, tue ich gar nicht. Oh, Mann, das schlägt ja. Hehehehe, klapp zu! Oh oh. Spielt ihr jetzt wieder Rambo auf dem Feld oder was macht ihr da? Das will ich schon gar nicht wissen, oh Gott, was deine zwei kleinen Brüder da machen. Das braucht man gar nicht wissen. Unkraut, partiziell, Hacke. Ja, das stimmt alles noch nicht so ganz. Viel Spaß! Ah. Woran hängt er jetzt? Jetzt. Also ich befürchte, es wird nichts mehr mit dem Pflügen heute. Sieht nicht so aus. Mit dem Pflügen, mit dem Säen meinst du? Nein, ich meinte mit dem Pflügen. Achso, dass wir mit dem Pflügen fertig werden, meinst du? Ja. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 4 Stunden, 5 Stunden dran. Aber... noch nicht bei der Hälfte. Na, ja, vielleicht bei der Hälfte gerade. Hat sie noch nicht eingesät, ne? Little John? Hm? Hast du den Hänger noch zum... Ja, kann ich machen. Oh nein, ich hab die Ausfahrt verpasst. Im 11.000 Liter. Milch schon wieder. Hübi. Ah, da müsste jetzt auch Käse so langsam mal draußen stehen. Ja, das gucken wir uns am Morgen an, oder? Mhm. Wir haben 53.000 Liter Mist. Was? ...67.000 Liter Gülle. Alter Falter. Jetzt fällt mir ein, was wir eigentlich noch machen wollten, aber das kriegen wir jetzt natürlich finanziell jetzt gar nicht mehr gebacken. Hm? Schafe. Das stimmt, ja. Haben wir eigentlich mal besprochen gehabt. Ich glaube, wir machen jetzt Feierabend hier, ne? Auf dem Feldchen. Ja. Ja, ne? Also. Wollt ihr auf dem Feld schlafen oder kommt ihr her? Ich schlafe auf dem Feld. Ich schlafe im Lindner. Der ist bestimmt sehr bequem. Ja, bestimmt. Hat jetzt auch komisch geklungen, aber. 5 Uhr morgens, ja? Mhm.
Schlaufi. Ach, das Bildchen ist hier wie so süß. Ja. Das war so bequem. Ja. Boah, so hast du gesehen, die Decke bewegt sich. Ne, das hab ich noch nicht gesehen. Oh, scheiße. Was für ein Helfer haben wir am Arbeiten? Der Ding, der Dünger verzieh. Achso. Jetzt gerade hier alles durchorganisiert habe. Wollte er jetzt aufgehört? Ja, der bleibt ja genau da stehen, wo er aufgehört hat. Gerade dann der letzte Ding jetzt. War ja noch schnell selber fertig. Also mit dem Lindner einen voll beladenen Hänger ziehen ist auch. Ich sag jetzt mal anstrengend für ihn. Grenzwertig. Ist auch nicht ideal dafür, ne? Und driften lernt kann man mit dem dann auch. So. Also 100% gedüngt, zwischen 90 und 94% Ertragsbonus. Haben wir noch irgendwas Aufträgemäßiges? Ernten, Düngen, Feld 54, 59. Nehme ich gerade, ja? Hm? Nehme ich gerade Aufträge. Düngen oder was? Ja. Jo. Gut, ernten. Wenn es eine gescheite Ernteauftrag ist. Baumwolle. Nee. auf unserem Grasfeld kannst du mal noch gucken, wegen Heu. Ja, war ich klein. Little John hat wieder Bock zum Abfahren, habe ich gehört. Nicht wirklich, aber. Okay. Ja, wir müssen es erst mähen, dann zettern, dann schwadern, dann. Also abholen. Ich wäre für mähen, ich bin mähen. Schwadern, zettern kann ich nicht so viel falsch machen. Also nicht. So, ich schätze, ich habe bald hier die Hälfte. Und gefurzt. Nachtschicht. Bisschen morgens, aber. Ui. Nachts stimmt aber. So gesehen. Naja, schon sehr früh morgens. Wo hängt der jetzt schon wieder? Hey, warum fährt er jetzt nicht? Oh. So. Was wolltest du, was jetzt noch gucken? Ah, unser Grasfeld. Mal gucken, was unser Grasfeld macht. Man geht ja nicht, ne? Nope. Warum geht man nicht? Brauchst du den Trecker hier? Ja, ne, dann geht, glaube ich, noch eine Stufe. Wenn es hellgrün ist. Ja, eben. So wie die Wiese praktisch nebendran. Ne, es ist noch dunkelgrün. Dunkelgrün. Dunkelrot. Dunkelrotgrün. Jetzt hat der Helfer jetzt kein Feld gefunden, oder was? Ne. Ja, das war ich, sorry, das war ich. Den Mulcher könnte mal einer verkaufen gehen.
Gehen wir als Maschine kaufen. Weg damit. Also bevor du es verkaufst, sicher, dass wir es nicht mehr brauchen? Aktuell brauchen wir es nicht. Wir machen ja kein Mais mehr, ne? Eben. Ja, stimmt. Wir haben auch keine Saatmaschine mehr. Ne, wir haben eh nichts mehr. Ne. Da kommt das gleich eine schöne Frucht drauf. Hans der Händler. Oh, oh. Oh, Geld. Money, money, money. Alter. All die Verdolzer. Ich sehe hier gerade eine Palette Käse. Super. Oh, ich will aussehen. Das ist, also die ist echt auch gut geworden. Also Käse ist sehr gut geworden, meine ich natürlich. Bist du mit dem Auto hingefahren, oder? Mhm. Yep. Mmh. Oh, ja. Schimmelkäse. Das ist schon zwei Tagen Schimmelkäse hergestellt. Schön verpackt. Ja. So. Geile Holzkiste. So eine Mischbox. Munitionpumpe. Ja, geil. Super. Und da kommt sogar gleich die nächste Kiste. Was hat die Kiste jetzt? 1000 Liter. 1000 Liter. Also hier stehen 3.500 Euro. Geil. Komm, Julia, pack mit an. Auf den Waage. Mhm. Kann man nicht von Hand nehmen, oder? Oder geht es? Nö. Nee. Oh. Jetzt fährt er drüber. Nein, du kannst doch nicht über Käse fahren. Ist nichts rausgefallen. Ist jetzt Scheiblettenkäse. Cheddar. Zermahlen, zermüllten, zermüllten. Käsesüßchen. Wie viel Milch haben wir jetzt eigentlich in unserem Milchtank? Einfach mal so das Gefühl kriegen, wie viel Milch wir am Tag produzieren. Wir waren schon im Hof. Also im. Ja, wo sonst? Ja, nehmen wir gesagt, im Milchtank, ja. Im Milchtank sind halt 8000 Liter, aber. Wir haben jetzt drin 16.650 Liter Milch. Also verbrauchen wir mehr Milch, als wir in der Milcherei, in der Molkerei verballern. Ja, das ist ja gut. Ja, gut, dann können wir überlegen, ob man nicht auch noch Butter laufen lässt, weißt du? So. Ja gut, aber wenn es so wenig bringt, dann können wir auch die Milch vielleicht direkt verkaufen. Ich bin mal kurz für kleine Jungs. Jo. Rufst an, wenn du da bist. Kurve nicht gekriegt. Also Little John, wir müssen den Terry irgendwie dazu kriegen, dass wir Zucker machen. Demnächst. Schild. Hä? Ich bin gerade mit 120 gegen ein Schild gebrettert. Hat dich der Zucker so überrascht? Nee, nicht wirklich.
Ich sehe gerade, der Terence ist wieder da. Aber irgendwie klappt es nicht mit der Verbindung. Hat er sein Funkgerät noch auf Mute? Ja, wahrscheinlich. Ja, pinkeln und Funkgerät in der Fresse geht halt nicht. Hast über dein Funkgerät drüber gepinkelt. Hast du den Vertrag schon fertig gemacht? Ja. Ah. Weil er kann gleich zum Mixen. 59. Wo ist 59? Und da unten. Wo steht er jetzt? Da. So, ich fahre noch mal Milch rüber, hä? Mhm. Oder verkauf mal eine Ladung. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wie der Preis ist. Vergleich. Mhm. Weißt du, fahr's rüber und dann aktivier noch die Butterproduktionslinie. Der Butter bringt schon mehr, als wenn man Milch direkt verkaufen. Milch direkt verkaufen, aber halt weniger, als wenn man Käse verkauft. Weißt du, so ist gedacht. Ja. Wenn wir jetzt zu wenig Milch gehabt hätten, hätten wir es natürlich lieber für den Käse aufgespart. Junior? Ja. Hast du gerade was zu tun? Ja, durch die Gegend zu heizen und ist schlecht, weil wir haben noch 1000 Liter, wir haben noch 1200 Liter Mais im Korntank vom Drescher. Den kannst du noch wegfahren. Mensch, alles zusammen. Ein Mais im Korntank war noch immer drin, denn es ist Mais hieß. Ja, so und halt nicht anders, ne? Eben, gell? Oh, ja. Bin ich froh, dass wir nicht mehr so oft pflügen müssen. Da war gerade Lautsprecher. Was? Am Stadion? Was haben sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Little John hab, mit dem Tisch. Ich hab erst gedacht, Homeland. Einer von euch babbelt, aber das war ein Lautsprecher. Voll im Ami-Akzent. Wo ist denn die Einstellgedöns hier? Ah, da vorne. Also, dann aktivieren wir mal noch Butter. Butter bei die Fische. Käse und Butter behalten, jawohl, tun wir. Ist aktiviert. Ist jetzt zufällig auf dem Ofen, hat irgendeinen Trecker. Warum was will ich kaputt heizen? Nein, ich will Anhänger zum Ding fahren. Was willst du fahren? Den Anhänger zum Getreidesilo Ost. Ja, was ist damit? Ja, der. Ob, ja, ein Anhänger ist, aber nee. Also, der Johnny kann gern wieder abgeholt.
Bitte Johnny aus dem Kinderland abholen. Nimm ich aber die Sämaschine bitte mit. Ich dachte, die brauchen wir noch. Ja, aber wir sehen ja jetzt im nicht mehr an. April. Wir können jetzt nur das ganze Feld vorbereiten, dass wir eine. Und die Walze kann nachher retour. Aber die kann ich nachher holen. Kein Hühnerfutter mehr, alles im Stall drin. So, und zweite Tour. Ich bin ja erstmal gespannt, hey, wie auch die Butter aussieht. Voilà, mal Zeit. Hab ihn sehr flüssig angehört. Der kam von ganz weit unten. Für die kleinen Details. Der kam von ganz weit unten. Die Gewächshäuser müssen ja auch gut befüllt sein, als irgendwie. Wir haben, ich glaube, schon ein bisschen Kohle im Petto. Aber halt nicht so der große Reiber. Was war jetzt das? Ich hab das schon nie drin, das Schnaps. Hallo? Ja. Jemand da? Hallo. Ja, ja, ja. Ja. Oh, der Lohndienst ist fertig. Fällt nicht in Besitz. Ja, ja. Oh Gott. LVJ wird blockiert. Okay. Ich bin's nicht. Nö. War ein Auto. Wieder das Auto unseren Helfer gerammt.
Die Frage, wer nicht fahren kann, der hätte doch das auch da gefahren. Halleluja. 33.000 Liter Milch haben wir jetzt in der Molkerei aktuell. Und okay. Ein paar hundert Liter Butter. Wie lange hält das da noch? 100 Liter Butter. Ja, das weiß ich nicht, aber jetzt noch natürlich kalkuliert. Okay. Ach, sag mal, was ist mit dem Helfer los? Ich krieg da wieder geboxt die ganze Zeit, oder was? Road Rage. Ah ne, der fährt Zickzack. Warum fährt er Zickzack? Jetzt fährt er wieder gerade. So. Ich sehe tatsächlich ein Ende beim Flügen. Das nach ist ja fast schön. 24 Stunden. Die Molkerei läuft auch. Ich würde sagen, wir machen eine vorgezogene Frühstückspause. Oh ja, unbedingt. Ja. Und dann. Tschüssi. Mahlzeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank, bis bald.